lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, sind etwas in uns gegangen, lagen öfters im Bett, krank, kränkelt dann nieder, sodass sich unsere Folge etwas nach hinten verschoben hat. Und irgendwie haben wir gerade heute festgestellt, es war im September, dass wir die letzte Folge gemacht haben und jetzt haben wir Januar. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal wieder anfangen. Und heute sind wir in Verstärkung, in verstärkter Besetzung, wie es das letzte Mal angekündigt. Einmal haben wir den Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Dann natürlich den David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und unser Neuzugang, die Christina. Hallo. Hallo zusammen. Schön dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist und uns tatkräftig unterstützt. Und wenn wir irgendwie mal zu fokussiert drauf sind, dass du von der Seite nochmal reingrätscht oder dass du uns natürlich mit deinem Wissen auch zur Seite stehst. Und bevor wir zur Zeit der großen Elfenstädte 4600 bis 4000 kommen, so mal die Frage an unsere DSA-Schreiber. Was habt ihr denn so im letzten halben Jahr gemacht oder seit der letzten Aufgabe? Ja, Raphael und ich haben gerade schon festgestellt, wir gehen beide mit ein bisschen Rückenwind jetzt heute Abend in den Podcast, weil wir heute eine Abgabefrist hatten, die wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht haben. Da geht es um die Ära des Goldenen Kaisers. Das ist ein Crowdfunding, was letztes Jahr gelaufen ist, nicht zu einer Region oder zu einem bestimmten Abenteuersetting, sondern zu einer Epoche, nämlich der Zeit zwischen den Jahren 993 nach Bosporans Fall bis 1010. Die Zeit, in der Kaiser Harl im Mittelreich regierte und ja, die Welt noch in Ordnung war gewissermaßen. Und ja, genau, das hat mich zumindest so den Dezember und Januar ganz gut beschäftigt gehalten. Ja, kann ich ergänzen. Ich glaube, Anfang Dezember ging es los und da kam relativ viel, natürlich auch mit vielen verschiedenen Autorinnen und Autoren, was einerseits hilfreich ist, weil die eigenen Texte weniger werden, andererseits natürlich mehr Koordination und Kommentare und Ideen bedeutet. Also ja, gut, dass heute die erste Tranche und zweite Tranche durch ist. Noch ein bisschen Arbeit liegt vor uns. Darauf will ich mich auch mal beschränken. Ich hätte noch ein anderes kleines Projekt, aber da erzähle ich beim nächsten Mal dabei was von. Das habe ich nichts mehr zu erzählen, das ist auch blöd. Na, da sind wir ja gespannt. Ich glaube, ich habe gerade das falsche Audio-Device. Einen Moment. So, in der Hoffnung, dass mein Audio jetzt besser ist, habe ich gerade im Discord gesehen, dass irgendwas falsch war. Okay, dann. Christina, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Warum bist du hier? Also, ich bin Christina. Ich spiele seit wahrscheinlich der Hälfte meines Lebens inzwischen DSA. Und habe euch alle auf dem ersten KRK kennengelernt und habe irgendwann beschlossen, dass ich gerne mehr über die aventurische Geschichte hören möchte und aber so wenig Ahnung davon habe, dass ich mit Sicherheit sehr viele dumme Fragen habe und die Gelegenheit nutzen will, sie euch hier zu stellen dann. Ja, also ich würde ja sagen, der KRK ist halt das Event, wo man wunderbar gut mit Autorinnen und Autoren in Kontakt kommen kann. Kleiner Werbeblock, alle Hörerinnen und Hörer, einfach mal eine Mail an Markus schreiben, dass es wieder aufleben soll. Das wäre doch wirklich schön. Ja, das kann ich das nur stimmt. Voll und ganz unterstützen. Kann ich nur zustimmen, das fehlt in meiner Jahresplanung inzwischen, irgendwie immer so ein Wochenende mit euch zu verbringen und einfach nur DSA zu zocken und viele gute Gespräche zu haben. Das stimmt. Und eine Geschichte zu erleben, die alles irgendwie zusammengewoben ist und zum Schluss dann dieses Theaterstück nochmal, um zu schauen, was passiert. Inzwischen ist ja schon rausgekommen, dass eine unserer vergangenen Folgen ein Update bedarf. Da sind wir noch mit Nico unter anderem in Kontakt, da mit dem Terminkriegen ist zu finden, ist im Moment nicht so einfach, aber das kriegen wir noch hin. Da gibt es dann noch ein Update. Das machen wir dann aber in der Sonderfolge. Gut, dann wollen wir mal anfangen im Jahr 4600. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
sind wir natürlich sehr, ehrlicherweise, entschuldigt, ich fange jetzt mal an zu reden, David, und begebe gleich an dich. Jetzt sind wir natürlich ehrlicherweise relativ weit raus. Ich habe kurz vorher auch schon gesagt, was haben wir letztes Mal gemacht? Und dann grinste David und sagte nur, Raphael, ist doch dein Thema, die Hochelfen kommen sozusagen. Also wir haben letztes Mal damit angefangen, dass wir uns erinnern, dass die Hochelfen an Bedeutung gewonnen haben, so vor um 4.800 ungefähr, und zu einem oder zum mächtigsten Volk Aventuriens werden, und unser allseits liebgewonnener Freund Pöderkor, mit dem wir aber einige Folgen schon gesprochen haben, lenkt halt seinen Blick auf die Hochelfen. Und das ist so ein bisschen der Status quo, wo wir starten. Echsen haben wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen gehabt. Die sind ein bisschen im Niedergang, würde ich mal sagen. Zwerge sind, darf ich nichts Böses sagen, ich weiß, sind auch nicht mehr ganz so präsent, aber ist auch kein Wunder, wer viele Jahre gegen die Drachen kämpft, hat einfach mit den Verlusten zu leben. Da ist einfach die Zeit für ein neues Volk gekommen, nämlich die Elfen, die dazukommen und ihre großen Elfenstädte bauen, über die wir heute ein bisschen was erfahren werden. Bin ich schon gespannt. Genau, denn wir haben ja häufig uns auch gerade in den früheren Zeitaltern mit Zerstörungen beschäftigt und Umwälzungen, und dieser Teil des 10. Zeitalters ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Teil, wo auch wieder Neues geschaffen wird. Es werden eben diese großen Städte gegründet, und auch bei den Zwergen wird später noch was passieren. Es sind Jahrhunderten, Jahrtausenden teilweise von Umwälzungen, Zerstörung und Überschwemmungen werden jetzt eben auch wieder neue Dinge errichtet und erbaut. Genau, und erbauen ist ein gutes Stichwort. 4.600 bereiten sich die Hochelfen in Garethien und im Jaquirtal aus. Breiten sich aus. Und sie haben dort die siedelnden Waldschrate mit Waffengewalt und magischem Feuer verjagt. Und dann... Nicht ganz so das Elfenbild, was einem als erstes in den Kopf kommt, wenn man an die DSA-Elfen denkt, aber man merkt auch da, ne, das ist die Verteilung der Siedlungsgebiete und Einflussgebiete auf dem aventurischen Kontinent geht auch in dieser Zeit nicht ohne gewaltsame Auseinandersetzungen vonstatten. Das stimmt. Es ist ja so, dass die Hochelfen ganz anders sind. Ich finde es interessant, hier gibt es auch mal einen Verweis zur Phileason, ich wollte jetzt Trilogie sagen, aber das stimmt, also zur Phileason-Saga. Höre ich im Moment, gibt es inzwischen auch als Audiobuch, muss ich auch sagen, finde ich sehr schön. Und dort erfährt man dann in dem Teil über den Ometeon, den Himmelsturm, sozusagen spielt genau in dieser Zeit, die wir jetzt besprechen. Deswegen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt oder gelesen habt, dann haltet ihr jetzt schon mal erste Infos über das, was euch dort widerspiegelt in den Büchern. Und wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, dann werdet ihr jetzt einige Sachen wiedererkennen. Aber bevor wir in den hohen Norden kommen, haben wir im Jahr 4551 vor Bosbarans Fall die Humusstadt Simalia tief im Mittwald wird gegründet. Was hat denn es damit auf sich, und wo ist denn der Mittwald? In der Mitte? Da, das ist richtig. Das ist so, da würde ich mal mit einsteigen. Es ist Simjala heißt die Stadt. Die ist im Mittwald, heißt es damals noch. Den kennen wir heute unter dem Namen Reichsforst. Das ist genau die Gegend, die in der Mitte Aventuriens liegt, ziemlich zentral. Und ist halt ein auch heute noch erlebbares, sehr undurchdringliches Waldgebiet, wo eben seinerzeit sehr viele Waldschrate waren. Und die Humusstadt deutet es schon an, es gibt die elementaren Städte der Elfen. Ne? Die werden jeweils einem Element zugeordnet, und natürlich mitten im Wald, da sprießt es nur so, da ist eine Humusstadt. Da werden die Elfen auch das so nutzen und die Bäume nach ihrem Willen formen. Das ist auch ein Teil der elfischen Städte, wie sie da machen, dass sie einfach die Elemente nutzen und so ausprägen, dass sie als natürliche Landmarken nehmen, dass sie daraus Häuser bauen, wie auch immer sie es wünschen. Und ganz spannend ist eben, dass sie nicht nur sich auf die Stadt begrenzen, sondern auch mit ihrer großen, schon quasi vervollkommenden astralen
Fähigkeit, ne, dass sie jetzt weg von den Elfenliedern eher zur Spruchzauberei übergegangen sind. Da können sie wunderbare Artefakte schaffen und da steht hier ein ganz interessanter kleiner Nebensatz, nämlich etwa fliegende Schiffe. Jetzt muss ich natürlich einsetzen, was mir David schon gegeben hat und was ich gerade so eher zufällig auf einem Präsentierteller bekommen habe. Wir müssen ja gar nicht in die DSA-Annalen zurückgehen und solche Altklassiker wie Filiason, wo man der Opa unterm Weihnachtsbaum von erzählen kann, wie gut das damals war. Nein, es gibt natürlich auch eine ganz hervorragende Elfenkampagne unter DSA 5, wo man mit fliegenden Schiffen relativ viel zu tun hat und wo man auch gleich ein paar Sachen wiedererkennen wird. Ich lege euch also hiermit ganz uneigennützig die Sternträger in die Hand. Und da werden wir einige Sachen wiederfinden. Und ich werde zwischendurch nicht zu viel spoilern, aber immer wieder mal sagen, was man da finden kann. Zum Beispiel fliegende Schiffe. Na, fliegende Schiffe hört sich ja schon mal interessant an. Gut, was können wir denn sonst noch über diese Stadt sagen? Es gibt noch ihr zu ihr noch was sagen. Beulter Schwede. Gibt es zu ihr noch etwas zu sagen? Ich glaube, über Simjala könnte man ganze Abende reden. Ich muss heute eben meinen Redeanteil ein bisschen zurückhalten, sonst bin ich hier zu sehr der Elfen-Nerd. Aber ich glaube, für den Moment reicht das. Ich würde eher, und dann schiebe ich mal elegant David den Ball rüber, was zu einer anderen Stadt sagen, die man auch in beiden Kampagnen, sowohl bei Filiason als auch bei den Sternenträgern, was miterleben kann, nämlich Tishiana. Das ist ja auch irgendwie eine ganz spezielle Stadt, David. Genau, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zum einen liegt sie ein gutes Stück entfernt, nämlich deutlich weiter südlich, auch noch südlich des Fahrstuhlswalds, großen Gebirges. Und zum anderen ist es die Stadt des Erzes. Das heißt, diese Stadt hat eine ganz andere Gestalt als die Humusstadt im Beteren Reichsforst. Und die befindet sich zum damaligen Zeitpunkt in einem Gebiet, was eigentlich nicht von den Elfen, sondern von den Geschuppen, von den Echsenvölkern beansprucht wird, weil es zum Großreich von Cetar gehört. Es ist allerdings so, dass Pyrdakor, der ja auch inzwischen die Elfen für sich entdeckt hat und gleichzeitig einen nach wie vor beherrschenden Einfluss auf die Echsenvölker hat, dafür sorgt, dass ja, es keinen Konflikt an der Stelle gibt und die Echsen eben dieses Eindringen in ihr Territorium nicht durch kriegerische Handlungen irgendwie beantworten, sondern das zulassen. Und die Elfen der Stadt Tishiana erhalten von Pyrdakor dann den elementaren Schlüssel des Erzes. Wir erinnern uns ja, dass Pyrdakor Hüter der elementaren Schlüssel wurde. Er hat sie nicht mehr alle, einige hat er aber noch. Und der Erzschlüssel, den übergibt er auch als Zeichen seiner Verbundenheit den Elfen, die dann für die nächsten Jahrhunderte zu Hütern des Schlüssels werden und damit auch zu Hütern großer Macht, was das Element Erz angeht. Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei große Elfenstädte gegründet. Und ich habe gehört, ab so 4500 beginnen die Hochelfen zahlreiche Expeditionen in die Ferne auszusenden. Wir haben einmal die fliegenden Schiffe oder schwimmende Zauberschiffe, wie es heißt, erreichen sie auch das Riesland. Meine Frage, schwimmende Zauberschiffe, also Schiffe, die nicht sinken, also sie können Schiffe bauen? Ja, genau, das können sie. Wie gesagt, also ehrlicherweise sollte man ja meinen, wenn man fliegende Schiffe hinkriegt, sind schwimmende Schiffe nicht mehr so die Herausforderung. Hier nicht angegeben, aber gibt es ja auch ein bekanntes schwimmendes Schiff, auf das wir kurz mal verweisen wollen, die Taubralier, für all die Filiason-Veteranen wieder, die ja auch eine sehr mächtige Magie in sich hat. Weniger was das Sinken angeht, sondern eher ihre variable Größe. Auch hier will ich nicht zu viel vorwegnehmen, was da passieren mag. Aber ja, die Elfen verfügen über mächtige Magie. Wenn man sich alleine überlegt, was die heutigen Gildenmagier in der Lage sind und was die Elfen machen, dass ein Schiff fliegen kann, dass eine Taubralier ein sehr mächtiges Zauberschiff ist, da muss man schon sagen, die verstanden ihr Handwerk. Gut, sie haben auch, glaube ich, lang genug Zeit gehabt, sich zu perfektionieren. Aber aller Ehren wert, die elfischen Expeditionen, wobei ehrlicherweise die hier benannten nach Uturia ins Güldenland und ins Riesland
nicht den bleibenden Eindruck in Aventur hinterlassen haben, behaupte ich mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob in Riesland jetzt einen Elfenstamm irgendwo lebt, dafür kenne ich mich da nicht aus, aber sie haben wenig Greifbares mit zurückgebracht, wo man sagen kann, hey, das ist der große Exportschlager oder Importschlager aus dem Riesland. Hier werden die fliegenden Katzen genannt, die zu ihren Haustieren werden. Ja. Ich habe überlegt, ob damit vielleicht die Greifkatzen gemeint sind. Die gibt es ja dann später in Südaventurien. Ne? Die werden da, ja. Dann wäre es tatsächlich ein Haustier, was sich durchgesetzt hat, zumindest das, regional, ja, bis in die Gegenwart. Hm. Wollen wir mal die Liste der Städte nochmal weiter erst einmal durchgehen oder wollen wir zeitlich bleiben und dann zum Elementarkrieg kommen? Bei den Städten bleiben. Hm? Wir haben ja jetzt zwei gehabt, Humus und Erz mit Semiala und Tishiana. Die nächsten werden alle relativ gleich, so circa 400, 500 Jahre nach den ersten beiden gegründet. Und das ist ganz interessant, weil das sind ehrlicherweise noch sehr unbeschriebene Blätter im schwarzen Auge. Am beschriebensten ist die Stadt hier wie heißt das wunderbare Werk? In der Historia Aventurica heißt sie Vaya Fendur, der Himmelsturm. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die jetzt im neuen Werken auch Ometeon genannt haben, wie es ihr nach ihrem Gründer. Also diesen Namen habe ich sonst nicht mehr gelesen. Also Ometeon nenne ich es deswegen auch, der Himmelsturm. Das ist die bekannteste. Ja, natürlich. Ne? Alle Leute, die Phileason kennen oder einmal erlebt haben, die wissen, was das ist. Und alle Leute, die die Sternenträgerkampagne spielen, da ist auch das dritte von sechs Abenteuer, der Abgesang Ometeons. Nehme ich nicht zu viel vorweg, wenn man sich vorstellen kann, wo da der Handlungsort ist. Also deswegen, die Erkundung dieses Turms ist mehrfach möglich und ist eine ganz spezielle Stadt, denn sie liegt oben in der Klirrfrostwüste im ewigen Eis. Um allein um da hinzukommen, ist es schon schwierig genug für alle Kreaturen, ehrlicherweise, denn da muss man wirklich durch den tiefsten Frost. Und die anderen drei Städte, David, von deren gibt es immer nur so ein paar Andeutungen, ehrlicherweise, bei DSA. Ne? So richtig ist da noch ein bisschen Potenzial für später, würde ich sagen, oder? Genau, die tauchen immer mal so auf als Fußnote in diesem oder jenem Werk oder werden in den historischen Kapiteln auch Regionalbeschreibungen erwähnt. Aber ich glaube, wirklich begehbar oder erlebbar als Abenteuerschauplatz sind die alle drei bisher noch nicht. Weder die Stadt des Wassers, noch die Luftstadt, noch die Stadt des Feuers. Und wobei das da... Genau, das heißt, da gibt es noch was zu tun für zukünftige Autorinnen und Autoren. Genau, wobei da ganz interessant, ohne vorwegzugreifen, von der Wasser- und der Feuerstadt sagt, ist zumindest irgendwo überliefert, dass die auch gefallen sein sollen. Und bei der Luftstadt ist zumindest die mir bekannte Überlieferung nur, ist weggeflogen. und man weiß nicht, was damit ist. Also da ist vielleicht noch eher der Plot, wo man sagt, die könnte ja wiederkommen. Die anderen beiden werden wahrscheinlich auch eher Ruinen sein, wenn man sie wirklich wiederfindet. Ne? Ja. Feuer heißt ja, dass die Feuerstadt heißt Mandalia und im Neuen Augensee. Dann haben wir noch die Wasserstadt, das ist die Isiriel am Islisee. Das ist naheliegend vom Namen, genau, ja. Genau, und dann halt Luft, die Vaya Winder. Genau, Humus haben wir ja schon gesagt und Erz auch, genau. So, dann gehen wir mal wieder zeitlich rein. Was wir vorher noch sagen können, ist also, dass der Namenlose immer wieder versucht, Zugriff auf die Städte zu erringen. Aber da kommen wir dann später noch dazu, wenn er es dann mal versucht. Jetzt haben wir erst einmal Pyrdakor. Er ist ja noch im Krieg mit den Zwergen und ja, er möchte nun zunächst das Wintergebirge unter seine Kontrolle bringen. Er sendet eine große Anzahl an Westwinddrachen und in mehreren Schlachten gelingt es denen auch, die meisten Zwerge aus den hiesigen Bingen zu verjagen. Und dann wendet er sich persönlich dem Gebirge zu. Und was erschafft er denn 4438? Ja, wir erinnern uns, Pyrdakor ist gut ausgestattet, was die elementaren Schlüssel angeht und er denkt sich wahrscheinlich, die Zwerge, die sitzen tief im Berg bei den ganzen Metallen und den Erzen und er beschließt, Wesen zu schaffen, die den Zwergen sehr ähnlich sind an Größe und Gestalt, die aber geformt sind nicht aus Fleisch und Knochen, sondern eben aus Erzen, aus Eisen, aus Stein, auch aus Gold. Und um die
denen eine gewisse Findigkeit und Klugheit zu verleihen, beseelt er sie mit Elementargeistern, die er quasi zwingt, in diese neu geschaffenen Gestalten einzufahren. Und die schickt er aus gegen die Zwerge und die erweisen sich auch als erschreckend effektiv, weil sie es nämlich vermögen, aufgrund ihres Wesens durch den Fels hindurchzugehen. Das heißt, die unterirdischen Festungen und Bingen, die den Zwergen über Jahrtausende Schutz geboten haben gegen Drachen und andere Angreifer aus der Luft und von der Oberfläche her, die bieten plötzlich keinen Schutz mehr gegen diese neuen Feinde. Und das führt auch dazu, so lesen wir, dass wirklich ganze zwergische Gemeinschaften, Siedlungen und Städte ausgerottet werden, weil sie dem zu Anfang nicht viel entgegensetzen können. Ja, es ist eher ungünstig, wenn plötzlich irgendwas durch deine Wand bricht. Da machst du erstmal nicht viel. Und wenn du es denn zerschlägst, setzt es sich plötzlich wieder zusammen. Also das ist sehr schwer, dem Herr Einhalt zu gebieten. Also auch sagen, dass der Drache hier auch das ganze Gebirge mehr oder weniger ausgeschlachtet hat. Also es ist eigentlich nur noch, das ganze Gestein verwandelt sich dabei zu großen Teilen in Kalk und Kreide. Und die ganzen reichen Eisen- und Goldvorkommen bleiben nur noch so minimale Reste enthalten. Und die Zwerge nennen den Winter seit dieser Zeit die Toten Berge. Und was finden die Zwerge dann für einen Weg, sich dagegen zu wehren? Da kommen wir jetzt dazu. Und zwar, mehrere Angroschim haben eigenartige Träume. Sie sollen alle Waffen und Rüstungen zurücklassen, die Höhlen verlassen und draußen unter dem weiten Himmel Kräfte der Natur in sich aufnehmen. Denn nur so sollen sie Pyrdakos Elementarzauberei etwas entgegenzusetzen. Doch wie wir ja Zwerge kennen, die Begeisterung ist eher doch klein. Und es ist aber so, dass der Ältestenrat sagt, nein, ach was, es ist bestimmt von Pyrdako, der möchte uns hier aus unseren Bingen rauslocken. Aber es hat einige Dutzend männliche Angroschim, die 4424 alle Verbindungen zu ihren Sitten abbrechen und die Stollen ihrer Vorväter verlassen. Also hier haben wir sie, die Geoden. Und ihr Anführer ist Brandan, Sohn des Brodosch, ein Enkel des Urvaters Broga. Allein deswegen hat er natürlich schon höchste Ansehen gehabt und hat nun darauf verzichtet. Und könnt ihr mir sagen, was die Geoden dann schnell lernen mussten und wie sie das gemacht haben? Naja, jetzt kommen wir erfreulicherweise wieder in einige Sachen, die man in neueren oder mittelalten DSA-Abenteuern auch wiederfinden kann und als Held teilweise miterleben kann. Sie lernen nämlich schnell, wie man irgendwie selber die Elemente beeinflussen kann und was man tun kann, um sich gegen die steinernen Diener Pyrdakos zu richten. Also die Geoden, wie wir sie heute kennen, Zwergen, Zauberer, ein bisschen despektierlich sagen darf, am Ende des Tages ist es, dass sie lernen, Magie zu formen und entdecken dabei nur etwa 10 Jahre später eine Globule, in der die 6 Elemente besonders leicht zu beeinflussen sind, das sogenannte Tal der Elemente. Dort versammeln sie sich, bauen einen riesigen ersten aller Geodenringe und merken, dass das ein Treffpunkt der elementaren Meister ist. Und ja, sie lernen von den Elementarherren hier, lernen, wie man elementare Magie einsetzt, wie man zaubert. Und können das auch fast 400 Jahre relativ entspannt machen, bis ein Kaiserdrache ihnen auf die Spur kommt, Bekragor, ihnen nachsetzt. Aber es gelingt ihnen tatsächlich mit einem Zauber, ihn zu versteinern. Und dann hat man fast 4000 Jahre Ruhe vor ihnen, bis 5000 Jahren sogar, bis einige Helden später in dieses Tal der Elemente eindringen können. Und ich glaube, einen guten Bekragor wieder treffen. Aber wie gesagt, die Zwerge haben gelernt von den Elementarherren oder von den elementaren Meistern selbst und können jetzt Zauberei, also sozusagen Feuer mit Feuer bekämpfen. Und das ist schon eine wirkliche Leistung, wenn man bedenkt, dass so ein Kaiserdrache ja wirklich zu den mächtigsten Magiewirkern dieser Zeit zählt, der in der Regel über eine gewaltige Lebenserfahrung von vielen tausend Jahren zurückgreifen kann und auch über diese Zeit seine Magie perfektionieren konnte. Das heißt, diese Geoden haben wirklich
Das heißt ja auch, die Magie der Elfen, haben wir gerade schon gehört, hat sich immer mehr verbessert und auch bei den Joden findet das statt, aber in einer sehr verhältnismäßig kurzen Zeitspanne gewinnen die an Wissen, haben ja ähnlich wie die Elfen auch als langlebiges Volk den Vorteil, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, als es jetzt ein menschlicher Zauberkundiger hätte, um zu lernen und um besser zu werden. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass das wirklich ein großer Schritt ist, weil wir ja lesen, die Joden, die diesen Weg gehen, die lösen sich damit tatsächlich auch ein Stück weit von ihren Familien und von ihren Sippen. Und die spielen ja bei den Zwergen eine große Rolle. Der Zusammenhalt der Sippen, die Tradition, auch die Erbfolge, die Abfolge, dass man seine Herkunft zurückverfolgen kann bis zu einem der Urväter des Zwergenvolkes. Und dieses Stigma, das tragen die Geoden noch ein Stück weit auch weiterhin mit sich. Denn auch in der aventurischen Gegenwart sind die Geoden ja auch weiterhin ein Stück weit Außenseiter in dem Volk der Zwerge, die eben nicht so eng verbunden sind mit der Gemeinschaft wie die übrigen Zwerginnen und Zwerge. Ihr hattet gesagt, die haben Geodenringe gemacht. Also ich habe hier gelesen, 3 konzentrische Kreise aus insgesamt 77 Menhiren, die als Fokus für mächtige Elementarmagie wirken. Was ist denn das genau? Das sind im Wesentlichen vergleichbar mit Steinkreisen, wie wir sie aus der irischen, aus dem irdischen Vorbild kennen, insbesondere in Großbritannien ja weit verbreitet. Und eben besonders hier, 3 konzentrische Kreise mit 77 Menhiren, ist schon extrem groß. Ja. Also, wenn man sich mal überlegt, wie viele Steine Mark Stonehenge haben, als einer der größten bekannten menschlichen, 20, 25 sowas vielleicht. Also deswegen, ja, da bauen die einen wirklich großen Steinkreis auf und das nutzen sie, um Magie zu wirken. Und ehrlicherweise, auch wenn es hier nicht genauer beschrieben ist, vermutlich ist genau so etwas ein Punkt, wo man auf einer Kraftlinie oder auf dem Knotenpunkt zweier Kraftlinien die Magie einfach fokussieren kann durch die Ausrichtung der Steine. Na, dann sind wir ja gespannt. Also sie haben in der Globule oder davor halt diesen großen ersten Geodenring gemacht und dann habe ich gehört, am Schlund des Rastuhlwalds haben sie dann 4359 einen weiteren Geodenring für im Zusammenhang mit Feuer und Ernst dienen soll. Und aber hier auch gleichzeitig als Verehrung Angroschs genutzt werden soll. Das ist wichtig, weil bis jetzt gab es noch nicht so, oder was heißt gab es noch nicht, es gibt noch keine Angrosch-Priester oder ähnliches. Die Zwerge sind ja im Krieg und sind seitdem sie da sind, mehr oder weniger im Krieg. Aber da kommen wir noch später dazu. Aber es ist jetzt ein erster auch Anbetungsplatz für Angrosch. Ja, so. Man baut auch weiter Ringe. Es gibt ein weiterer größerer Steinkreis noch, etwa gut 100 Jahre später, den man auch Brandans Ring nennt. Der liegt in der Mündung der Galebra in den großen Fluss. Das müsste dann in den Nordmarken sein, vermute ich mal, oder im Kosch. Weiß ich nicht, ob David Plus weiß, aber irgendwo da in der Region. In Nordmarken, ja. Brandans Ring, da haben wir ihn wieder. Hat ja einen starken Namen, denn Brandan, den kann man ja auch, also ihm selbst glaube ich nicht, aber sein Name taucht immer wieder in neueren DSA-Publikationen auf. Und ich würde jetzt mal thematisch kurz auf den Punkt springen, weil es auch einer meiner, ehrlicherweise meiner persönlichen Lieblings kleinen Geschichten bei DSA ist, sage ich mal so. Brandans List tatsächlich. Denn Brandan als oberster Geode gelingt es irgendwie nach Tishianar zu kommen und wie David vorhin ausführte, dort ist der elementare Schlüssel des Erzes gelagert. Brandan stiehlt ihn. Je mehr ich drüber nachdenke, umso fexischer werden die Zwerge. Wir hatten schon mal Zwergendiebstähle gehabt. Er nutzt das, um mit dem Elementarherrn des Erzes ein Bündnis zu schließen, sodass der Elementarherr des Erzes die Zwergenhöhlen auf magische Weise stärken kann, damit diese elementaren Krieger, die Pöldakor geschaffen hat, dort nicht mehr eindringen können. Man rüstet gegenseitig ein bisschen auf, die Zwerge, die Geoden lernen neue Rituale, Pöldakor, als Krieger kommen irgendwie nicht mehr durch, man kommt in so eine gewisse Pattsituation herein. Und schließlich um 4227 stellt Pöldakor fest, der Plan hat nicht funktioniert. Und dann kommt nämlich das, wo ich eigentlich ein bisschen länger eingeleitet habe, das, was ich mal sehr, sehr nett finde. 4221 vor Bosbarans Fall trifft man sich auf einer Jaquir-Insel zu Friedensverhandlungen unter Aufsicht des Erzelementarherrn.
ich stelle mir das, also ich tue mich schwer, das vorzustellen, aber die Geschichte finde ich einfach schön dahinter. Ne? Ob da wirklich dann an der Stelle der große Pöderkorps mit einer Handvoll Zwerge sich trifft und nicht gleich seinen Feueratem rausholt, aber so ist es beschrieben und die Geschichte ist wirklich ganz nett. Und Brandan geht dann nämlich seine List ein und verpflichtet beide Parteien zu einem dauerhaften Frieden. Und wie gelingt ihm das? Natürlich sind die Verhandlungen geprägt von Misstrauen und es funktioniert nicht viel. Man streitet die ganze Zeit und dann tut Brandan so, als müsste er einmal diese Höhle oder den Ort verlassen, wo er ist, um sich kurz zu erleichtern und ringt halt scherzhaft oder wie scherzhaft den Parteien ab, doch wenigstens den Frieden so lange zu wahren, bis er zurückkehrt, worauf sie Zwerge bei ihren Ahnen schwören und Pöderkorps bei den Elementen. Aber Brandan kehrt nicht zurück, sondern er springt gewissermaßen, wie es heißt, in die Fluten des Jaquir oder er nimmt geht zum Herrn, elementaren Herrn des Erzes und wird von denen tief unter Aventurien gebracht, wo er fortan die Zitadelle des Erzes bewacht. Pöderkorps ist super sauer, denn er merkt, dass er ausgetrickst wurde, aber er ist gebunden an seinen Eid, wodurch der Kampf zwischen Zwerge und Drachen tatsächlich endet. Ja, es ist sehr interessant so. Ich gehe mal kurz pinkeln, aber komm, schwört mir mal kurz, solange ich weg bin, dass ihr nicht, dass ihr die Waffen ruhen lässt und dann sagt ihr, ja, ist okay. Finde ich sehr interessant. Ich habe aber mal eine Frage davor. Und zwar, es ist ja der Herr des Erzes. Wer ist der Herr des Erzes und warum hat er nicht den Erzschlüssel? Oder ist er an den Schlüssel des Elements gebunden? Ich gebe dir mal meine Interpretation. Ich weiß nicht, David, ob du, ehrlicherweise glaube ich, haben die Aussagen auch ein paar Mal gewechselt, aber es gibt immer eine Zitadelle eines jeden Elementes. Es gibt einen Elementarherrn. Ich glaube, in der früheren DSA 3-Logik waren das noch die elementaren Meister sogar, die Herren waren. Das hat man mittlerweile auch angepasst. Es gibt die Elementarherren, der oberste Erzelementar. Und es gibt die elementaren Schlüssel, die die Macht verleihen. So, das sind die drei großen Komponenten. Ob es da eine Hierarchie gibt, ne, derjenige, der in der Zitadelle des Erzes das Sagen hat, ist der Elementarherr, das weiß ich nicht. Klar ist nur, die Schlüssel sind nicht unbedingt bei den Leuten. Ne? Das ist schon sinnvoll, wenn sie beiden sind, aber Pöderkorps hat sie ja zwischendurch auch an sich gebracht. Ob er ohne ihn, also er kann offenbar ohne ihn leben, ja, ist ja irgendwie, aber der Schlüssel scheint ja auch eine Eintrittskarte für ihn zu sein. Denn nur mit diesem Schlüssel kann ja Brandan dem Elementarherrn sagen, hey du, lass uns mal zusammenarbeiten. Das ist ja irgendwie etwas, was dem Elementarherrn wohlgefällig ist. Aber eine echte Zusammenhang kenne ich zumindest so nicht. David, ich weiß nicht, ob du irgendwo da mehr zu weißt. Nee, würde ich tatsächlich ähnlich sehen wie du auch. Also, ich hätte auch gesagt, der Elementarherr verkörpert dieses Element quasi in Perfektion und hat auch ja große Möglichkeiten damit. Und die Elementarschlüssel, das, was Pöderkorps ja in der Vergangenheit bereits getan hat, diese großen elementaren Manipulationen, dass er eben in bestimmten Regionen Aventuriens ein Element stärker konzentriert hat. Ich glaube, die ja, Elementarherren, so mächtig sie sind, haben nicht diese Absicht, quasi etwas am Status quo zu ändern. Die verkörpern ihr Element und sind auch also Teil des Ausgleiches eben. Was Pöderkorps eben eine besondere Möglichkeit gegeben hat, waren diese Elementarschlüssel dahingehend, dass er ja den Zustand der Elemente oder die Verteilung der Elemente auf dem Kontinent in der Welt manipulieren konnte und sie eben konzentrieren konnte in dem einen Punkt und schwächen an einer anderen Stelle. Aber es ist tatsächlich, also mir ist auch keine Publikation bekannt, die das so ganz eindeutig und unwiderlegbar festlegt. Na, dann schauen wir mal, ob wir da in der Zukunft vielleicht nochmal irgendwas erfahren. Also meine Interpretation aus dem Ganzen war, es gibt halt den Herren, der Herr des Elements oder den Meister dort und der herrscht sozusagen über das Element, ist aber dem Schlüsselträger sozusagen verpflichtet. Also wer den Schlüssel hat, beherrscht ihn und der klassische Hierarchie, das ist so meine Interpretation aus dem Ganzen. Gut, wir haben den Krieg nun vorbei. Brendan wird als großer Held gefeiert. Pöderkorps gibt seinerseits, wie er ja schon gesagt hat, sagt, dass er sich tierisch drüber ärgert, aber irgendwie ist er eigentlich insgeheim sehr zufrieden. Denn auch er ist diesem endlosen Krieg längst überdrüssig.
Und jetzt, wie ist das jetzt mit den Geoden? Weil jetzt, die haben ja quasi den langen Krieg beendet und für Frieden gesorgt und steigt deren Ansehen jetzt irgendwann mal bei den Zwergen? Ja und nein. Brandan steigt auf jeden Fall im Ansehen, aber da sich die Geoden aus allem rausziehen, so wie ich das sehe, sind sie weiterhin ja außerhalb des der ganzen Gemeinschaft. Die Zwerge an sich sind ja jetzt schon zersplittert, mehr in den Bingen und in den Familien zusammen, sodass wir da eine Zersplitterung haben und die Geoden sind einfach eine weitere ja, Splitterpartei, sag ich mal, innerhalb der Zwerge. Aber sie haben jetzt nicht so, sie wollen ja auch nicht wieder zurück unter die Erde, in die Stollen und in die Bingen wieder rein. Dadurch laufen sie, sag ich mal, nebenher. Okay, und es führt irgendwie nicht dazu, dass die anderen Zwerge ein bisschen mehr Akzeptanz oder Offenheit in Richtung Magie und Zauberei entwickeln? Naja, also es war ja auch eigentlich eher die List, die das gemacht hat und nicht unbedingt die Magie. Das muss man jetzt auch nicht mehr so genau sehen. Ihnen steht Fex näher als Gesinde, wollte ich ja damit sagen. Ja, und Zwerge sind ja auch sehr traditionell. Das dauert dann wahrscheinlich einfach sehr lange, bis sich auch solche Einstellungen im Laufe der Zeit dann anpassen. Ja, also 100.000 Jahre dauert es schon mal. Und so viel Zeit ist noch nicht vergangen, deswegen. Also, also so viel zur Flexibilität der Zwerge. Sie sind dafür etwas sturer. Okay. Gut, dann passiert in der Zeit noch was anderes, und zwar ein Krakonia-Kult, der den Untergang der maritimen Völker überstanden hat, gründet einen Ort. Was machen die denn da? Und wie heißt der Ort? Der Ort heißt Rabal, oder Harabal, das heißt heilige Stadt. Also wissen ja, dass das vorangestellte H ist für die Echsen immer eine Erhöhung des nachfolgenden Begriffes, was bedeutet groß oder heilig. Und diese Stadt gründen sie im Süden, das heißt in den südlichen Ausläufern des Regengebirges. Das ist das südlichste Gebirge Aventuriens, was quasi bis fast ganz nach unten läuft und dann im Dschungel endet. Und ja, sie errichten dort eben alles, was zu einer Stadt dazugehört. Häuser, vor allem auch Pyramiden, auch Tempel zur Verehrung ihrer Götter, zu denen auch Pyrdakor gehört, aber nicht ausschließlich. Und es sind zwar die Krakonier, die diesen Ort gründen, aber im Laufe der Zeit kommen weitere geschuppte Völker, Echsenvölker hinzu und siedeln sich ebenfalls dort an. Und dieser Ort wird so eine Art ja, Heiligtum, eine Tempelstadt und ist zugleich aber die letzte große Stadtgründung der geschuppten Völker, deren ja, großes Zeitalter sich ja, unwiderruflich dem Ende nähert. Mir ist gerade aufgefallen, ich mag ja Südaventurien sehr gerne, aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Abenteuer in Harabal erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Christina und Raphael und Dennis. Wart ihr schon mal dort mit euren Helden? Nein, also ich höre jetzt das erste Mal davon. Also ich kenne es als Zielort nach dem Motto, man könnte auch da vorbeireisen oder so, aber ein Abend habe ich noch nicht erlebt. Das ist richtig. Ja, David, klarer Auftrag. Ja. Es riecht nach einem großen Abenteuer. Oder mindestens ein kleines. Ja, wo wir eben. So. Genau, das können wir dazu sagen. Die Stadt gibt es immer noch, auch im gegenwärtigen Aventurien. Sie überdauert alle folgenden Umwälzungen und Konflikte in den nächsten 5000 Jahren und ja, wird noch lange bestehen. Und wer wohnt da jetzt? Ja, in der aventurischen Gegenwart sind immer noch die Echsen dort, aber auch viele ptolemidische Siedler. Von der Zuordnung her gehört die Stadt zum Königreich Brabak, liegt aber gleichzeitig so tief im Dschungel und ist so abgelegen, dass so ein Stück weit dort auch jeder machen kann, was er möchte. Es gibt die Familie Charassa, die auch eine der großen, der einflussreichen Familien sind in Brabak, also zur Audiencia gehören, zu den beherrschenden Familien. Und diese Familie, die, exische Vorfahren hat, die hat auch einen maßgeblichen Einfluss dort in Rabal. Und
ja, einige Mitglieder der Familie lassen sich gerne auch als König von Harabal titulieren, auch wenn der Titel eigentlich mit der Eingliederung ans Königreich Prabhak verloren gegangen ist. Das ist, ja, ich glaube, auf die werden wir noch zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Also spätestens im Elfenzeitalter kommen wir wieder dorthin zurück. Sind wir ja gespannt. Genau, und wir können ja auch gleich hier kurz weitermachen. In Südaventurien passiert nämlich noch etwas. 150 Jahre später etwa, da wird ein Zepter für den neuen Hohepriester der Charybta angefertigt. Ja, Charybtas Zepter. Durch zahlreiche Rituale bekommt es so eine starke Bindung an die Göttin, Fragezeichen, dass die Priester mit dem Zepter die Gnade oder den Zorn Charybtas herbeirufen können. Ja, das ist ein mächtiges Instrument, womit die Echsen ihre Herrschaft über das Perlenmeer festigen können. Und für uns Leute, die Charybta und Charybdoroth irgendwie zusammenordnen würden, verheißt das erstmal nichts Gutes. Naja, damals war es ja da, also damals war es ja noch Charybta und damit nicht Charybdoroth, ne? Mhm. Bin ich mal gespannt, wann der Fall kommt. Gut, jetzt haben wir über so schöne Völker wie die Zwerge gesprochen oder auch Echsen. Jetzt kommen wir mal wieder zu diesen, ja, hochmütigen Völkern, zu den Elfen und deren Hochkönig Orima. Was macht denn der? Die Orima ist eine Frau. Entschuldigung. Tatsächlich, genau, Hochkönigin. Ja, die erklärt Tishiana um 4300 zu ihrer zur Hauptstadt der Hochelfen und lässt dort einen gewaltigen Turm aus elementarem Erz erbauen. Ja, und von der Spitze des Turmes kann man mit einem Schiff anlanden. Da nutzt sie erstmal ihr Zwergenschiff Rilmandra, aber auch hier ein kleiner Spoiler in Richtung derjenigen, die sich gerne mal die Sternenträgerkampagne antun wollen. Da werden wir noch viel mehr über diesen Turm auch erfahren. Und also das, da gibt es einiges zu lesen, zu erleben und ist eine ganz coole Location, behaupte ich mal. Hier diese zwergische Propaganda übrigens, die in der Historia Aventurica steht, dass die Reisen ihren Verstand umnebeln würden. Ne? Die muss ich natürlich zutiefst ins Reich der Fantasie verweisen. Aber tatsächlich bringen ihre Reisen interessante Erkenntnisse für sie und sie führt einige Taten durch, die vielleicht für die Normalelfen und andere nicht so gleich zu verstehen sind. Naja, also dann passt es doch, dass sie umnebelt ist. Wenn es keiner versteht außer sie. Ja, wenn du Brandan auch als umnebelt bezeichnest, dann können wir uns auf einlassen. Das ist ja noch was ganz anderes. Gut, dann kommen wir aber weiter. Und zwar die Inseln im Nebel, wie es so schön heißt. Und im Jahr 4298 haben mehrere mächtige Zauberträumer in Tishiana ein Tor zu einer Globule geöffnet. Was finden sie denn da? Ja, eine Inselwelt tatsächlich. Das klingt jetzt unspektakulär, aber es sind ja die Inseln im Nebel. Allerdings ist es große Wälder, prächtige Paläste, die dort sind. Und die Zeit in diesen Inseln im Nebel, die verläuft anders. Sodass man irgendwie eine Verbindung etabliert und sich einige gerade höher gestellte Elfen dorthin gerne mal zurückziehen. Und es kommt auch eines der, ja, vielleicht auch regeltechnisch interessantesten Aspekte. Dem Krieger Lariel gelingt es schließlich, dort Zauberrösser zu zähmen und zu Reittieren zu machen, die fortan von Elfen in Aventurien auch gerufen werden können und ihnen zur Verfügung stehen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es diesen weißen Mähne und goldener Huf in der aktuellen Regelwerk noch gibt, aber zumindest zuletzt, vorher war es damit, ist es quasi in Anführungszeichen ja auch die Erklärung, wo kommen denn plötzlich diese Pferde her, die Elfen aus dem Nichts herbeirufen, ja. Also DSA hat vorgebracht, mit einem Pfeifen das Pferd zu rufen, was in allen modernen Videospielen jetzt auch schon drin ist. Das, hier wurde es erfunden anscheinend. Das ist der prägende Einfluss von DSA. Genau, er ist überall. So, dann kommen wir mal zu diesem Drachen Pyrdakor zurück. Er möchte die Macht über das Eis zurückgewinnen. Und was macht er denn im Jahr 4121? Ja, Pyrdakor ist ja wirklich jemand, den wir als sehr geduldig kennengelernt haben. Er lässt auch mal ein Ziel ein paar hundert Jahre lang ruhen und dann greift er es wieder auf. Aber er arbeitet sehr langfristig und lässt sich da auch gar nicht hetzen.
Und nachdem er jetzt ja eben die Elfen für sich entdeckt hat, versucht er auch die mit durch List und ja Manipulation einzubinden für seine Zwecke. Und er plant ein sehr mächtiges, sehr aufwendiges Ritual, bei dem er jedoch die Unterstützung der Elfenkönigin, also die Unterstützung Urimas, benötigt und außerdem ein sehr mächtiges Artefakt, das uns schon mehrfach begegnet ist. Es geht nämlich um den mächtigsten der 13 Kessel der Urkräfte, die uns ja schon in den früheren Zeitaltern über den Weg gerollt sind. Und in diesem Kessel der Urkräfte, in diesem mächtigsten Kessel der Urkräfte, erschafft Pyrdakor mit der Hilfe Urimas zwei Wesen. Man könnte jetzt leicht sagen, ein Mensch und ein Elf, aber ganz so einfach ist es nicht. Es ist so, es sind zwei Wesen, die aussehen. Eine sieht aus wie eine Elfe, eine sieht aus wie eine Menschenfrau. Und diese beiden besitzen aber Fähigkeiten, die weit über normale Angehörige ihres Volkes hinausgehen. Das heißt, sie seien von unvergleichlicher Schönheit auf der einen Seite gewesen und zugleich auch von außerordentlicher Klugheit und Begabung. Ja, und jetzt hat jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen, was die eigentlich tun sollen. Urima hat ihre Vorstellung, dass diese Wesen dabei helfen werden, ein großes Zeitalter der Harmonie herbeizuführen und eben dafür zu sorgen, dass Friede und Wohlstand in alle Ecken Aventuriens kommt. Pyrdakor erhofft sich damit, also mit diesen beiden, die zwei Elementargewalten, die er verloren hat, nämlich das Eis und das Erz zurückzugewinnen. Und es gibt da auch noch eine weitere Partei im Hintergrund, die auch so ihre eigenen Pläne hat. Genau, bevor wir zu der kommen, schauen wir erstmal, wie viel Glück Pyrdakor mit den beiden hat, nämlich überschaubar vieles, ehrlicherweise. Diese Scharecha ist die erste, wo er gewissermaßen erkennt, dass nicht alles aufgeht. Und zwar nicht mal 20 Jahre, nachdem er die beiden erschaffen hat, möchte er sie endgültig an sich binden. Doch sie lehnt sich gegen ihn auf. Und Pyrdakor, ist ein bisschen impulsiv bisweilen, das wissen wir. Also gibt er ihr nicht auch eine zweite Chance oder sagt, ich versuche das nochmal zu, wie soll man sagen, zu übertreffen und sie an mich zu binden. Nein, er verflucht sie, dass sie in immer neuer Gestalt wiedergeboren werden soll, ohne sich an ihr vorheriges Leben zu erinnern. Und die hier als Scharecha bezeichnet, die kann man auch im heutigen Aventurien deshalb noch treffen. Es gibt da einen Roman, der schon ein paar Tage älter ist. Asa al-Abastra heißt sie und lebt als große Erzmagierin irgendwo in Tulamidenlanden, glaube ich, David. Ne? Weiß aber nicht genau wo. Aber tatsächlich kann man ihr auch heute noch begegnen. Aber wie gesagt, sie hat keine Erinnerung an ihr vorheriges Leben. Also sie weiß nicht, dass sie eigentlich vor über 5000 Jahren von Pyrdakor erschaffen wurde. Und ist in Anführungszeichen nur eine sehr mächtige Erzmagierin heute. Ich glaube, Fasar ist so die Stadt, die ich mit ihr jetzt in Verbindung vermutlich finde. Vermutlich auch, ja. Mhm. Ja, und die gute Padona, das scheint besser zu laufen. Ne? Er sendet sie nach Tishiana an den Hof von Hochkönigin Urima. Sie umgarnt dort die Elfen und möchte sich quasi, gut, bereitet eigentlich alles dafür vor, dass sie, wie es ihr Herr aufgetragen hat, in Pyrdakors Namen dienen soll, bekommt dann aber plötzlich, etwa um 4087 vor Bosbarans Fall, Kontakt an einem anderen Hochelf, der sich ihr offenbart und sagt, ich weiß eigentlich, wo du herkommst, was du machen sollst und ich kann dir noch mehr Macht bieten. Und dabei handelt es sich tatsächlich jetzt um einen Diener des Namenlosen und dessen, Saat geht bei Padona gut auf, ohne dass Pyrdakor davon ahnt. Und selbst als sie zur Hohepriesterin des Pyr gekürt wird, also eigentlich zur mächtigsten Dienerin Pyrdakors, dient sie längst insgeheim dem Namenlosen, ohne dass es ihr Meister ahnt. Tja, blöd gelaufen. Ich habe auch mal eine Frage. Wer wisst ihr das? Er möchte ja durch diese Wesen den Erz- und den Eisschlüssel zurückbekommen. Den Erzschlüssel haben aber doch Zwerge. Warum erschafft er einen Mensch? Oder eine Menschenfrau? Oder Zufall? Naja, ich lese es so heraus, dass er ja, die Idee ist ja, dass er ein Volk braucht, was eher widerstandsfähig ist und wo er sich auch, ich weiß nicht, ob er so gut Zwerge erschaffen kann in der Richtung. Es geht ihm ja weniger, dass er die zu den Zwergen schickt, sondern sie soll so widerstandsfähig sein, dass sie den Erzschlüssel wiederholen kann.
Dazu muss sie meines Erachtens keine Zwergin sein. Vielleicht ist er immer noch sauer auf die Zwerge und möchte nichts erschaffen, was denen ähnlich sieht. Ich weiß es nicht, ja. Ja, oder Angrosch hat es verhindert, ne? Kann ja auch sein. Natürlich, natürlich, ja. Nicht so abfällig hier. Ist ja unglaublich. Übrigens, dieser Hochelf, der heißt der Calusenio. Haben wir den vorher schon mal gehört? Oder ist das erste Mal, dass der jetzt hier... Also mir sagt der Name überhaupt nichts, ehrlicherweise. Sehr gut. Ich glaube auch, der taucht zum ersten Mal auf an dieser Stelle. Und ich möglicherweise auch zum letzten Mal. Ja. Okay, dann kommen wir zu die Städte des Feuers und der Luft, haben wir schon mal gesagt. Die wurden jetzt dann auch erbaut. 4088 haben sie von einer unsterblichen Fee Palandril, der Herrin von Fluss und See, die Erlaubnis, auf einer Vulkaninsel im Neuen Augensee die Stadt des Feuers zu bauen. Dann haben wir 4035 erhebt sich die fliegende Stadt Vajavindra. Und dann haben wir noch 4028 auf dem Isilje die blauleuchtende, schwimmende Stadt Isiriel. Und jetzt kommen wir zu dem Himmelsturm und Magierphilosophie und Ometeon. Was hat er denn getan? Ja, Ometeon ist ein großer Philosoph und Forscher, der mit seinem Bruder Emetiel und etwa 700 Gleichgesinnten auszieht, weit in den Norden, wo er diesen Himmelsturm, eine Felsdadel entdeckt hat, weit nördlich des Yeti-Landes, und möchte dort die elementare Stadt des Eises erbauen. Denn er ist gewissermaßen der Begründer der Magierphilosophie, was wir heute kennen. Er sagt, eigentlich reicht es, wenn du ein genialer Geist bist, dann kannst du alles schaffen. Ne? Da kannst du auch, wie es die Magier heute glauben, vielleicht reicht es, ein Gott zu werden, weil du gut genug bist, in Anführungszeichen. Und das ist die These, die Ometeon vertritt. Er sagt, ich gehe in die unwirtlichste Region, die man sich vorstellen kann, wo eigentlich gar nichts überleben kann. Und weil ich so schlau und so gut bin, scheiden etwa nicht seine Stärke, deswegen kann ich dort eine coole Stadt bauen, wo wir alle überleben. Und ich beweise das und dann eigentlich, das wäre der zweite Schritt, der dann kommt sozusagen, bin ich ja dann auch gut wie ein Gott. Oder, Fragezeichen, ja, das ist so ein bisschen seine Sicht. Er zieht mit in den Himmelsturm, baut ihn auf und tatsächlich hat er erstmal Erfolg, muss man so ganz klar sagen. Ja, er ist dabei nicht alleine, wie gesagt, 600, 700 weitere Leute, Emetiel ist dabei und eben auch jene eben schon gut bekannte Padona nutzt natürlich die Chance. Ja, sie soll ja den Schlüssel des Eises an sich bringen. Bietet sich's an, wenn sie den Turm im ewigen Eis mit aufsucht. Da möchte ich noch ergänzend einwerfen. Seine Theorie ist ja nur, ich bin geil, deswegen bin ich Gott, sondern ich kann zu einem Gott werden, wenn einfach nur genügend Personen an meine Göttlichkeit glauben. Mhm. Also Sterbliche müssen an ihm glauben und dann wird er sozusagen zum Gott und erhält die Göttlichkeit. Also quasi der erste Sektenführer Aventuriens. Ja. Wobei, eigentlich Pyrdarkor ist ja auch ein Sektenführer. Ja, aber er sieht sich nicht als Gott, meines Erachtens, Pyrdarkor. Er sieht sich als überlegen, aber Gott weiß ich nicht. Ja. Na gut, er lässt sich zumindest als Gott anbieten. Das lässt sich Tempel bauen, stimmt. Ja, ja, ist recht. Ja. Aber... Pyrdarkor ist einfach unglaublich anpassungsfähig. Ne? Der schafft es, die maritimen Völker für sich zu gewinnen, dann auch die Echsen an Land und die Drachen und dann auch wieder die Elfen. Der ist ja sehr gut darin, die unterschiedlichsten Völker für sich einzunehmen. Tja, und die Elfen haben wir jetzt schon gesagt, ja, wir haben eine Felsnadel im ganz weit im Norden umgebaut. Wir können noch viel mehr. Sie haben einmal gesagt, wir gründen eine Stadt, die der Todesgöttin Zerzal geweiht ist, Leretena, die ist auch umstritten, wie es heißt. Da möchte ich gleich Raphael nochmal fragen, warum. Vorher versuchen sie aber natürlich noch eine Festung mitten im Orkland zu bauen, weil sie damit sagen möchten, wir haben den Hammer. Trotzdem haben die Orks niemals geschafft, die Festungsmauern zu überwinden. Aber kommen wir doch mal zu der Elfenstadt Liretena, wenn man sie so ausspricht, Raphael. Ja, so würde ich sie aussprechen. Auch das halte ich für Propaganda, dass sie umstritten ist. Ja, natürlich, sie ist, da ist man Zerzal sehr nah, sie ist durchaus militaristisch auch als Stadt, ne? Das mag das sein.
auch wieder hier in einer kürzlich erschienenen Kampagne kann man auch was in Liretena sehen. Ist eine sehr schöne Stadt, auch sehr elfisch am Ende des Tages. Deswegen umstritten finde ich eigentlich nicht. Ja, es ist keine elementare Stadt natürlich in dem Sinne, und sie wird teilweise als ein auch aufgrund ihrer Lage und ihrer Ressourcen genutzt, um eben Militär oder aufzubauen. Ist Zerzal sehr nahe, also hat aber auch wie alle Elfenstädte die ihre schönen Elfenseiten und ist tatsächlich ein Handlungsschauplatz des gleichnamigen Abenteuers, das Tosen über Liretena. Also deswegen lohnt es sich mal reinzuschauen. Gut. Dann haben wir noch ein eigenes Mimilsturm 4012. Was ist denn da passiert? Ja, da wird das erste große U-Boot Aventuriens gebaut. Und der Erschaffer Fotondael ist so stark verbunden mit seinem Werk, dass er auch selbst darin aufgeht, dass quasi seine eigene Existenz in dieses Schiff übergeht und dieses unterirdisch fahrende Boot, was eben Tauchfahrten durchführen kann, das hat die Gestalt eines großen Wals, eines Grünwals. Das heißt hier ja Pocken übersät und 30 Schritt lang. Und das ist ein Erfolgsprojekt, denn tatsächlich ist auch das eines der wenigen magischen Gegenstände, die es bis in die aventurische Gegenwart bringen und auch in der aventurischen Moderne noch über Effards Ozean segeln kann man ja nicht sagen. Am Anfang ist dieses Schiff vor allem deswegen wichtig, weil man ja den Himmelsturm auch versorgen muss. Und das ist eben mit einem Schiff, was unter Wasser auch reisen kann, einfacher als mit Eisseglern, die dann diese vielen, vielen hundert Meilen zwischen dem Teil, wo Lebensmittel wachsen, wo Früchte und dergleichen wachsen und dem ewigen Eis zurücklegen müssen. Gut, dann sind die Elfen abgetaucht. Und ihr Bauer hat sich sogar noch seine Existenz in das Schiff übergehen lassen. Und wo kann man das jetzt noch bestaunen? Ist das irgendwo ausgestellt, oder? Das fährt noch. Ich meine, dass es gibt... das ist so ein bisschen wie mit der Nautilus und Captain Nemo. Es gibt diese Walfängerin aus Riva, die über Bord gegangen ist und dann von diesem Schiff aufgenommen wurde. Und die schiffert damit, glaube ich, noch durch Ifirns Ozean. Also genau. Man kann noch darauf treffen. Ja. Da sind wir mal gespannt. Und dann zum Abschluss unserer Reise bis zum Jahr 4000 haben die Zwerge jetzt Frieden durch Brandans List, und wir haben ja schon mal anklingen lassen, jetzt möchten die Zwerge ihre Dankbarkeit gegenüber Angrosch angemessen ausdrücken, und es werden die ersten Priester, die am Anfang nur eine Art Zeremonienmeister für besondere Feierlichkeiten ernannt. Aber daraus entwickelt sich eine Geweihtenschaft, die über Angroschs Ordination verfügt und deswegen Wunder, Mirakel bewirken kann. Hier steht zwar drin auch über Ingrims Ordination, aber es ist ja eigentlich Angrosch, und die Ingrim-Geweihten nutzen ja Angroschs Ordination. Aber der erste Bewahrer der Kraft ist hier der Führer der Geweihten dann. Und der erste ist der Lagorax. Und nun sind die Zwerge natürlich auch etwas aufgewühlt, sage ich mal. Der Krieg ist vorbei. Einige betrachten nun die Aufgabe von Angrosch als erfüllt, die Bodenschätzen vor den Drachen zu schützen, da sie ja Frieden geschlossen haben. Und einige überlegen sich, die Bastionen und Festungen nun aufzugeben und sich angenehmeren Dingen zuzuwenden. Oder Möglichkeit, sogar die unbekannte Oberfläche der Welt zu erkunden. Dort, wo ja schon die Geoden vorgegangen sind. Das wird sicherlich auch noch eine interessante Geschichte, was dort passiert. Gut. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Gibt es noch Fragen von irgendjemandem? Christina, ich schau mal in deine Richtung. Nein. Also von meiner Seite sind erstmal alle Fragen zu dieser Zeit geklärt. Perfekt. Supi. Dann. Ich danke euch drei für die Zeit, die ihr hier reingesteckt habt, und ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder es geschafft haben, aufzunehmen, und wir haben auch schon einen Termin für die nächste Folge, also es
sollte jetzt wieder regelmäßiger klappen. Wir alle drücken die Daumen und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf einen unserer Medien, wo ihr uns überall erreichen kann. E-Mail, Facebook, YouTube, Discord, whatever. Und ja, dann danke ich euch für die Zeit und euch da draußen auch für eure Zeit und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und mögen die Elfen euch gewogen sein. Bis zum nächsten Mal. Und die Zwerge natürlich. Und nun sind die Runen geschmiedet.